Ja, willkommen zum dritten und letzten Teil meiner YouTube-Let's Play-Setup-Reihe. Der dritte Teil soll sich um den Simple Java YouTube-Uploader drehen. Und das ist meiner Meinung nach das nützlichste Tool und wo ich jetzt auch nicht so unbedingt die Alternativen sehe. Und mit diesem Tool kann man quasi die fertigen Videos schlussendlich bei YouTube hochladen. Das Praktische ist, dass das Tool so verschiedene Templates zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel dieses Template für Civilization, was ich mir hier angelegt habe, oder aber das Template für Jagged Alliance, wo ich hier einen kleinen Tippfehler drin habe, was euch aber nicht stören soll. Wo ich eigentlich schon alles fertig habe, wo ich nur noch die Beschreibung, den Beschreibungstext eingeben muss und hier eben die Folgennummer und den Sektor und den Titel quasi ausfüllen brauche, wo schon eingetragen ist, auf welche Playlist das hochgeladen werden soll, wo schon eingetragen ist, wann das veröffentlicht werden soll, was normalerweise nicht geht. Da muss man eigentlich so ein YouTube-Partner sein, dass man den Zeitpunkt der Veröffentlichung planen kann. Aber das kann man hier mit dem Programm schon machen. Das wird, glaube ich, irgendwo zwischengespeichert auf deren Servern. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es und wird planmäßig hochgeladen. Ja, man kann hier noch alle möglichen anderen Einstellungen treffen. Wie gesagt, das Account Management, hier kann man die Playlisten einrichten, die berücksichtigt werden sollen. Hier kann man seinen YouTube-Account einrichten. Gibt es noch andere Optionen? Wenn man YouTube-Partner ist, dann kann man hier unten auch bei den Partner-Features noch was einstellen. Ansonsten habe ich hier auch meine abgebildeten Playlisten, die ich quasi auswählen kann und wo ich dann Sachen hochladen kann. Ja, und ich möchte das jetzt einfach mal demonstrieren. Dazu lege ich jetzt mal eine neue Playlist an. Also nicht neue Playlist, sondern ich füge ein neues Template hinzu, damit ich hier nichts eingetragen habe. Und ich nenne das einfach mal kreativ wie immer, blub. Wähle das Ding jetzt hier aus und dann habe ich hier eine leere Liste. Jetzt kann ich hier mein Video suchen, was ich gerne hochladen möchte. Dazu muss ich erstmal überlegen, wo liegt es denn? Ach, na klar, das liegt natürlich in meinem Aufnahmenordner. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Tonvergleich nennt sich das. Kategorie ist natürlich auch Spiele. Beschreibung, dies ist ein Tonvergleich. Vielleicht noch ein witziger, ein lustiger Tonvergleich für die Lautstärke in Jagged Alliance 2 Mod 1.13. Ja. Gut, dann kann man hier noch seine Tags eingeben, wie zum Beispiel Jagged Alliance 2, Komma. So viele Tippfehler. Lautstärke. Naja, furchtbar. Egal. So, das muss hier auch nicht stehen. Das Spiel heißt ja so. Gut, eine Playlist will ich dafür gar nicht anlegen. Ansonsten, das kann öffentlich sein. Die Statistiken, Sichtbarkeiten öffentlich. Kommentare sind erlaubt. Lizenz ist Creative Commons.
Und das würde ich jetzt direkt hochladen, ohne irgendwelche zusätzlichen Dinge hier noch zu berücksichtigen. Gucken, ob hier noch was in der Warteschlange drin ist. Ja. Steht gerade Failed drin, was mich ein bisschen irritiert. Ich hoffe, das ist nicht wirklich gefailed. So, ist jetzt hier alles eingetragen? Ich glaube schon. Dumm, dumm, dumm. So, okay. Dann kann ich das jetzt zur Warteschlange hinzufügen. Jetzt sieht man es hier auch in der Warteschlange und dann kann man es starten. Und dann geht es auch schon los. Dann passiert quasi der Upload, wird die kleine Datei hochgeladen und ist dann auch bald auf YouTube zu finden. Was man hier noch machen kann, ist nach Abschluss der Videos eben verschiedene Sachen durchzuführen. Und hier ist auch wieder das Herunterfahren dabei, was dann eben auch sehr praktisch ist. Wenn man das einfach mal in der Nacht startet, irgendwie zwei, drei Videos hochlädt, die geplant sind für die nächste Woche, dann kann man das dann automatisch herunterfahren lassen und das funktioniert auch zuverlässig. Auf jeden Fall ein sehr zuverlässiges und nützliches Tool der Simple Java YouTube Uploader. Ich stelle euch wieder den Link zum Programm in den Kommentar und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja euch auch das Video ansehen, was ich hier gerade hochgeladen habe. Soweit, so gut. Dann hoffe ich, dass diese kleine Serie für euch nützlich war und wir sehen uns.